So, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Skyrim hier bei mir auf dem Kanal. Und wir haben in der letzten Folge haben wir das abgeschlossen hier für ihn hier. Die Quest. Am Rennen, wir haben sein Schwert gebracht. Julia ist ins Bett. Und jetzt wollen wir noch kurz mal etwas bisschen schmieden. Mal ausprobieren, ob ich das auch kann mit diesem doppelt verzaubern. Und boah. Ja, das ist sie nicht. Verzaubern erfordert Gegenstand, verzaubern Seelenstein. Habe ich das nicht gelernt? Das doppelt verzaubern? Da habe ich auch keinen Punkt mehr, ne? Ja, das ist grau. Ich habe das nicht gelernt. Ah, okay. Scheiße. Und da brauchen wir auch noch einen, Punkt, wo wir das ausprobieren können. Also hat es jetzt erledigt. Gut. Nicht so schlimm. Ich hatte gedacht, ich hatte es freigeschaltet. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich dachte, ich hätte alles frei. Aber das ist, glaube ich, bei Schmieden habe ich alles freigeschaltet. So. Wir können eigentlich Schmieden legendär machen und das Verzaubern können wir auch legendär machen. Jo. Weil das relativ einfach ist, finde ich, das zu leveln. Für das Gesamtlevel ist das, glaube ich, besser. Dieses Legendärmachen hat ja nur mit dem Gesamtlevel zu tun. Habe ich mich belesen. Hilf mal schnell zum, zum Hof. Mal gucken, ob Sven ein bisschen Geld für uns hat. Hey Sven, Kohle. Muss Kohle schicken, Junge. Schon wieder 100 Folgen her, also was weiß ich, wie viele Streams, wo wir das Haus hier uns ergattert haben. Von diesen zwei Geistern. Hier kannst du aber auch nichts rausnehmen, ne? Kannst rausnehmen, aber es kommt nichts wieder rein. Echt abgefahren. Sven ist nicht hier. Hat ein bisschen Kohle für uns. Finde es gut. Ich würde schon gern versuchen, ja, hier diese ganzen Typen, die dir was beibringen können, für Kohle würde ich schon mitnehmen. Ich dachte, dass das besser ist, wenn wir das so machen, aber... Mein liebster Saufkumpan. Braucht ihr etwas? Gewinne, Gewinne, Gewinne. Sehr gut, mein Herr. Ein Tag, 776. Also schön, euch zu sehen. Nur der Tag jetzt quasi, wo ich mit dem SKS-Mod spiele. Nicht mal mit Skyrim Together. Skyrim Together ist dahingehend ein bisschen buggy. Der will das nicht. Weiß nicht warum. Ist egal. Darum geht's ja nicht. Geld ist eigentlich nicht so das Problem in dem Spiel. So, auf zur Akademie. Und müssen wir gleich mal gucken. Genau, doof. Hätte einfach nur eine Quest anmachen sollen. Ich bin aber schon ein bisschen bräsig. Ich glaube, wir machen... Nach der Folge machen wir dann auch Feierabend. Für heute. Aber zuerst müssen wir jetzt noch versuchen, noch ein bisschen zu konzentrieren. Das Experiment von, das müssen wir versuchen abzuschließen. Das wird schwierig, finde ich. Das sehen wir aber dann. Hier, Onmunds, bitte. Mit dem, das machen wir jetzt. Sprich mit Ednir. Seid gegrüßt, Erzmagier. Erzmagier. Die Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem übrigen Himmelsrand verbinden. Seid gegrüßt, Erzmagier. Ach hier, Revis. Mit dir wollte ich reden. Ihr könnt mich sehen? Ja, oh, ich kann nicht sehen. Natürlich kann ich das. Ich bin der Erzmagier. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich unsichtbar bin. Ja. Oder wenigstens durchsichtig. Ja, pff, klappt nicht, ja? Was ist, sind die besten Illusionszauber? Ich möchte, dass du mich in Illusionsmagie trainierst. Was sind denn die besten Zauber? Gibt es Akademieangelegenheiten, bei denen ich dir helfen kann? Es gibt da eine Sache, bei der eure Fertigkeiten von Nutzen sein könnten. Okay. Die zahlreichen Fokuspunkte magischer Energien um die Akademie herum sind verunreinigt und müssen gesäubert werden. Nichts einfacher als das. Okay, ich werde euch helfen. Gut. Mit diesen speziell verzauberten Handschuhen könnt ihr direkt in den Fokuspunkten nach den Energien suchen.
Geht zu jedem der Fokuspunkte und beseitigt alle Unreinheiten, die ihr dort findet. Bringt mir die Handschuhe wieder, wenn ihr fertig seid. Bitte lasst äußerste Vorsicht walten. Diese Prozedur kann unerwünschte Nachwirkungen haben. Ja, toll. Da sind wir dann wieder ein Pferd oder sowas. Okay. Danke. Als Nebenquesten. Ist genau der Grund, weshalb wir hier so streng mit dem Zugang zur Akademie sind. Wärt ihr nicht gewesen, wären wir alle tot. Jo. Kann ich euch helfen, Erzmagier? Was ich... Sie fühlt sich durch mich... Aber sie wird... Sie versucht mein Selbstvertrauen. Was ich für ein Problem mit ihr habe, sie hat ein Problem mit mir. Ich würde einfach mit der Frau Wala mal reden. Mal gucken, was da passiert. Die müsste eigentlich, Mirabella müsste eigentlich tot sein. Lasst es mich wissen. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen. Das Tagesgeschäft fällt unter meine Verantwortung. Das bedeutet... Warum die wieder lebt? Meine Position ist nicht sehr beliebt, aber einer muss nun mal dafür sorgen, dass hier alles seinen Gang geht. Das stimmt. Ja, Arcano liegt hier rum, ganz normal tot bei mir. Das ist alles safe. Das ist alles safe, Dave. So, ich wollte eigentlich mal mit Ednir reden, nochmal kurz. Arcaneum vielleicht? Wir haben schwierige Zeiten überlebt und sind dadurch bessere Magier geworden. Das verdanken wir euch. Ich glaube auch. Habt Dank. Cool, dass man denen helfen konnte. Also, dass man da wirklich auch Einfluss hatte. Das finde ich gut, ehrlich gesagt. So, ich muss diesen Ednir finden. Oder Ednir, wie er heißt. Onnenmund, genau. Er scheint nicht hier oben zu sein. Sicherlich habt ihr euch gemerkt, wer euch während eurer Zeit hier am meisten geholfen hat, Erzmagier. Aha. Die will uns quasi darauf aufmerksam machen, dass sie uns am meisten geholfen hat. Aber ich glaube nicht, dass die uns am meisten geholfen hat. Ob es euch gefällt oder nicht, diese Akademie hat unmittelbaren Einfluss auf das Bild, das sich die Menschen von der Magie und ihren Nutzern machen. Stimmt. Sollten da auf jeden Fall immer helfen. Und überhaupt. So, haben wir irgendwo die Quaste. Wo ist der denn, sag mal? Ach, der ist hier unten in Winterfest. Naja, gehen wir runter. Er ist in der Kneipe, hängt da rum, der Idiot. Aber es ist cool, dass die auch mal da runter gehen, ne? Also das ist echt geil gemacht, kannst du nichts sagen. Wenn nicht immer nur da oben sind, dann bist du aber immer mal am rumrennen, suchst die. Ach, hier ist die Frau Walla. Seid gegrüßt. Ey. Kann ich euch helfen, Erzmagier? Könnt ihr mich trainieren? Ich kann euch weiter ausbilden, aber für das, was ihr mit diesem Wissen tut, übernehme ich keine Verantwortung. Okay. Mehr geht nicht. Kann man mitnehmen. Nicht ganz billig, aber was willst du machen? Okay, wir haben Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Haben wir auch nichts zurück. Oh, Seelenstein. Nicht mehr mit. Die brauchen wir. Wir können die theoretisch ja dann einfach wieder verkaufen. Wie viele Bücher die noch hat hier. Mhm. Aber scheiß drauf. Wir sind ja keine Zauberer, also wir spielen ja nicht die Zauberer-Klasse, nicht die reine zumindest. Von daher brauche ich ja nicht jedes Buch für Verzauberung kaufen. Das sammelt sich dann schon so an. Kommt herein. Ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Setzt euch und wärmt euch auf. Ey, Ednir. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Onmund, ich habe wohl etwas, das Onmund gehört. Er möchte es zurückhaben. Wirklich? Na, das ist ja putzig. Hm? Onmund hat zu viel Angst davor, selbst zu mir zu kommen und hat euch vorgeschickt. Ich will es euch ganz einfach machen. Bei mir gibt es keine Umtauschmöglichkeit. Das hat Onmund von Anfang an gewusst und er hat es trotzdem durchgezogen. Okay. Also gibt es nichts weiter zu sagen. Hm. Überreden.
Es ist im Interesse aller, wenn ihr das Amulett zurückgebt. Was wäre, wenn ich euch für das Amulett bezahlen würde? Es muss doch irgendwas geben, was ich umstimmen kann. Kann ich hier speichern? Wie hartnäckig ihr seid. Das ist richtig rührend. Onmund gab schon auf, als ich das erste Mal Nein sagte. Aber ihr nicht. Na schön, ich erzähle euch eine kleine Geschichte. Hätten überreden sollen. Ich war mal einen Moment lang so, als wollte eine gewisse Person einen ganz bestimmten Stab erwerben. Tun wir außerdem so, als hätte sie für den besagten Stab ein paar wertvolle Gegenstände eingetauscht. Und erst später kam der Gedanke auf, dass diese Person einen solchen Stab missbrauchen könnte. Das sich daraus ergebende Desaster würde ein schlechtes Licht auf alle Beteiligten werfen. Könnt ihr mir noch folgen? Ihr seid darin nicht sehr gut, oder? Hört zu, ich habe etwas gegen einen Stab eingetauscht und später festgestellt, dass das keine gute Idee war. Also möchte ich meinen Stab zurückhaben. Versteht ihr jetzt? Ah, okay. Ihr lasst Onmund nicht aus seinem Handel, aber ihr wollt aus eurem... Das ist eine ganz andere Situation. Ach, ich so. Erwarte nicht, dass ihr die Nuancen in diesem Ding versteht. Dennoch, ich bin ein Erzmagier. Ganz einfaches Angebot. Ihr besorgt mir den Stab und ich gebe euch Onmunds kostbares Amulett. Abgemacht? Na klar. Okay. Ja, ich dachte, das hätten wir bereits geklärt. Na, wo ist er denn, der Scheißstab? Amulett im Austausch gegen meinen Stab. Wo ist er denn, der Scheißstab? Ich besorge Endlich den Stab. Endlich sind wir uns einig. Ich freue mich darauf, ihn bald wieder zurückzubekommen. Je eher, desto besser, um genau zu sein. Okay. Kalia hat mich geschickt. Kalia? Dann hat sie es endlich gefunden. Habt ihr Gallos Tagebuch? Ja, aber es gibt ein Problem. Lasst mal sehen. Ah, das sieht Gallos ähnlich. Ein guter Freund, aber immer schlauer, als gut für ihn war. Er hat den ganzen Text in der Fallmeersprache geschrieben. Ja, könnt ihr das übersetzen? Nein, aber ich kenne jemanden, der es vielleicht kann. Okay. Der Hofzauberer von Markart, Kalzelmo, hat vielleicht die Unterlagen, die ihr braucht, um das zu übersetzen. Ah, Kalzelmo. Den kennen wir. Eine kleine Warnung. Kalzelmo hütet seine Forschungen wie seinen eigenen Augapfel. Es wird nicht leicht sein, ihm die Informationen zu entlocken. Ach, den kennen wir. Der hat uns seine Freundin verschafft. Abgeschlossen. Was genau? Tagebuch. Okay. Kalzelmo ist so dickköpfig wie ein Maultier. Seid vorsichtig, wenn ihr mit ihm sprecht. Ja, ja. Wir haben seine Freundin verschafft. Der wird schon einlenken. Wenn nicht, habe ich noch ein Schwert. Onmund, bitte, machen wir da auch so damit weiter. Harte Worte ist eine andere Geschichte. Onmund, bitte. So, wir müssen für den Stab besorgen. Das ist so ein Dreieckshandel, ist das? Dreieckhandel. Dreieckshandel ist auch falsch. J. Auch so ein Bollwerk. Haus Seeblick, das ist doch schön. Ach, da geht. Aber wir werden Ost kurz nach. Wir werden Elena mitnehmen. Ich bin auch blöd. Ab nach Weißlauf. Ich bin noch drinne, deswegen geht's nicht. Warum geht die Schnellreise nicht? Weil ich noch im Gebäude bin. Im Gebäude kann man keine Schnellreise machen. Und jetzt Weißlauf, holen wir Elena und dann auf zum Seeblick. Hätte ich gleich mal mitnehmen sollen. Die alte Tanne. Die hat jetzt gute Verzauberung, neue für uns. Wir werden bei Elena, wenn wir die ganzen Bücher sammeln, also dass wir die Questen abgeschlossen haben und dann, weiß noch nicht, vielleicht mache ich die Runde wieder. What can I conjure up for you? Yep. Folgt mir. If you're ready, I'm ready. Don't forget about me. Vergesst euch doch nicht. So, Haus Seeblick. Von da aus. Da kommen wir kurz pennen. Da
müsste eigentlich bestimmt auf dem Pferd rumstehen, was wir uns mal wegklauen können. Hier gab es noch kein Bett, ne? Ich glaube nicht. 3.20 Uhr. Machen wir mal 5 Stunden, 6 Stunden. So, und hier wollte ich bald mal ausbauen demnächst. Wo ist Elena? Aber ich habe es noch nicht geschafft, die Materialien herzubringen und so weiter und so fort. Von wo aus kommen wir da am besten dahin? Am besten hier die Straße lang. Ja, da nach links. Da müsste gehen. Jetzt Elena nicht mitgenommen, echt nicht. Ach Mensch, da muss man alleine machen. Habe ich jetzt vergessen. Also irgendwie hat die nicht angenommen. Die habe ich bestimmt einmal zu wenig gedrückt oder irgendwas. Naja. Wir werden jetzt so durchkommen. Ich werde mal am Pferd gucken. Ich vergesse schon die Hälfte, was ich machen wollte. Da oben sieht so aus, als wenn es richtig wäre. Sieht natürlich die Frage, wie wir da hinkommen. Ohne großen Aufwand. Ruf die Formel ab. Okay, da war keine Formel. Wir können die Quest ja mal aktivieren. Wir brauchen ja die scheiß Formeln alle noch. Ist schon aktiviert. Sind beide jetzt da drin, in dem Dings. Ich glaube, ich komme hier. Ja, da komme ich rein. Das sind auch die Gegner. Die drei Zauberer, die zu der Quest gehören, ruft die Formel ab. Nördliches Bollwerk, das ist richtig, ja. Wo sind die denn? Bei Quacksalber. Hm. Ach, guck hin. Was ist mit euch los? Na geil. Nee. Mehr ich nicht drauf. Ja. Genug, genug, ich ergebe mich. Ja. Wird nicht geheilt. Ja. So, die gehören zur Elena-Quest. Die können sein, dass die kaputt sind. Ich werde euch mit Freuden töten. Was für eine Party hier geworden? So, rein da ins Bollwerk. Ich glaube, wir müssen noch nicht so weit durch. Ich nehme meinen scheiß Stab da. Genug.
Oh, Vampir. Scheiße. Das werde ich genießen. So. Leider kein Seelenstein groß genug, aber die haben auch keine Seele, von daher. Ich trauch zu viel. Du trägst zu viel. Schwarzmarkt. Komm mal herbei. So bald. Freund. Ich bin mir sicher, dass wir uns handelseinig werden. Das glaube ich nicht. Ah, ja, auch. Eisenhände. Weithändige Angriffe. Gravierte Nordrüstung. Der 210. Warum ist die so viel besser wie meine? Und dabei ist meine. Ah, ne, Quatsch. Ach so, ne, ich hab's gerade falsch verglichen. Ich will gerade sagen, es stimmt aber irgendwas gerade überhaupt nicht. Vampiro, Vampirstiefel, brauche ich jetzt auch nicht. Höchsten Wiederherstellung. Weiß ich nicht. Bergen-Zweihänder ist auch nicht schlecht, aber ich brauche den jetzt auch im Moment gerade nicht. Und hat er keine Kohle mehr. $5 noch. Danke. Bis ihr mich wieder herbeiruft. Yes, das kann auch ein bisschen dauern. Weil der muss es mal wieder ein bisschen Kohle beschaffen. Der Typ. Bergen-Panzerhandschuhe. Ach, ich nehme aber schon noch den Schrott mit hier. Aber wir können es ja dann gewinnbringend veräußern und uns für das Geld andere Sachen kaufen. Wie zum Beispiel Skill. Na los jetzt. Rieze ist auch nicht so schwer. Mal eigentlich hinkriegen. Schlossklang auf 61. Aschehaufen. Ein Aschehaufen. Ein Thron. Tageslicht ist doch nicht so gut eigentlich für die Vampire, oder? Vampirismus würde ich dann auch gerne erforschen. Aber das würde ich dann genauso machen wie bei den Dings hier. Holen uns Vampirismus. Dann machen wir alle Questen, die damit zusammenhängen. Und dann versuch es wieder loszuwerden. Das ist zumindest mein Plan. Oh, Alter, eine Ratte. Und ich erschreck mich hier. Was gibt's das? Ich war jetzt so im Quatsch. So im Quatschen drinne, dass ich damit nicht gerechnet hatte. Oh. Wir sollten vielleicht wirklich nicht jeden Schrott mitnehmen. Weil wir sonst nichts mehr haben irgendwie. Leerer Sarg. Da ist ein Hebel zum Ziehen. Dungeon, den du eigentlich ziemlich am Anfang besuchst, glaube ich.
Weil die Gegnerstufe zu Stufe 20 sind. 20 HP haben und so. Ist nicht der Welle. Eben Erzaxt des Sammlers. Absorbiert Ausdauer. Kann man sich natürlich überlegen. Wenn man dann. Also ich brauche jetzt noch ein Level. Und dann könnte ich, glaube ich, das Verzaubern lernen. Also doppelt verzaubern. Hier ist eine Kette. Und dann muss man sich mal überlegen, ob man nicht aufs Schwert sowas drauf macht. Absorbieren oder. Lehrling. Ab hier, Bro. Jetzt haben wir's. Okay, irgendwo muss es ja. Ach, hier gibt's drei von den Dingern. Oh nein, überladen. Der Typ hat keine Kohle mehr. Ich glaube, muss er was wegschmeißen jetzt. So eine Silberrüstung ist natürlich schon was Geiles. Silberrüstung, echt krass, ne? 203 hat die. Ohne Upgrade, ne? Muss ich doch mal angucken, ob die nicht sogar vielleicht sogar besser ist als die, die wir haben. Jetzt hier irgendwie alles zu. Reiß das wieder auf. Da sind wir hergekommen. In die Richtung müssten wir. Also eigentlich müssen wir hier durch. Habe ich irgendwo eine Kette übersehen? Ich würde sagen, ich habe irgendwo eine Kette übersehen. War lauter Lootgeilheit. Hier sind drei Ketten sogar. Aha. So ist undurchsichtig, die Rätselketten. Keine Ahnung, wie die funktionieren. So, wir sammeln mal nicht hier den Scheiß jetzt noch ein.
waren wir schon. Ist ja blöd. Warum liegt hier ein Teppich? Alter, was ist das denn? Vampirdiener. Scheiße. Dann hier basiert. Vampir. Vulkanglas zwei Hände. Der Schwächung. Mann, ich würde nur mein Loot wieder raus hier. Was ist denn los? Mal weiter hoch. Aber wir fallen da nicht runter. Nein! Oh. Oh shit. Steh auf! Ich bin ganz Ohr. Steh auf! Ich hab da nicht mitgekriegt, dass ich tot bin. Scheiße. Aber der war fast tot, ne? Mann. Dann scheinbar noch ein Dings wirken hier. Heilen. Kann ich mich heilen vielleicht? Das wird nichts bringen. Was ist? Ich verstehe es nicht. Was ist los jetzt hier? Oh, ich muss die ganze Scheiße nochmal durchlaufen. Ich könnte kotzen, echt. Ach, Mann. Ach, guck mal hier, war das super. Ich verstehe es nicht, echt. Den hier war der. So, ne, die Kette war ja da drinnen, ne? Da nicht. Aber die Scheiße haben wir schon geholt da drinnen.
Na. Da auch nicht. Oh, nee, da auch nicht. Da oben war das. Na, die äußeren. So. So, aber ob wir jemals durch den Dungeon durchkommen, das sehen wir dann aus der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in Sofengarde.